kannst du natürlich zu anderen Sachen dazu hängen. Na, im Tarnisch Teapot, da ist immer was los. It comes. Regnet's wieder? Oder meint er einfach die Regenzeit? Ich verstehe nicht, was der genau will. Ah, müssen wir doch nochmal nach Nava. Oder hier. Na. Gut, in deinem Gemeindeturm. Da ist schon auch immer viel los. Aber am meisten würde ich sagen im Tarnisch Teapot. Aber da geht vielleicht nicht jeder hin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt was hinhängen darf. Ich glaube, hier darf ich gar nichts hinhängen. Muss schon irgendwo sein, wo schon andere Plakate hängen, würde ich mal annehmen. Okay. Zeit ist natürlich noch ein bisschen lange, bis 7 Uhr. Jetzt könnte ich hier nochmal gucken, ob es diesmal funktioniert, ob ich diesmal eine Geschichte hören kann oder so. Also könnte ich es hier irgendwo hinhängen? Ist er nicht. Vorbei. Einfach hier hinhängen? Also am besten wäre es doch hier. Hier müssen es doch die Leute sehen. Platzende Blase? What? Okay, jetzt habe ich es wieder weggenommen. Das hat sie ja geschrieben. Platzende Blase. Diese platzende Blase. Der Luftballon. Ich habe das Poster an einem geschäftigen Ort aufgehängt. Ich sollte nachsehen, ob die Pilotin Kundschaft hat. Okay. Dauernd hin und her rennen. Was ist denn hier eine Mühle im Süden von Nava? Muss der dann nur da unten sein? Oder ist hier nicht Norden oben Norden? Das wäre natürlich blöd. Aber ich schätze doch mal, dass hier in dieser Welt auch Norden im Oben, sage ich schon. Oben auf der Karte ist Norden. So. Gucken wir mal. Da jetzt Kundschaft ist. Platzende Blase. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, das so zu nennen. Nee, da ist immer noch nichts. Da hat sich immer noch nichts getan. Platzende Blase. Was? Da kommt doch keiner. My old partner, the traveler. We've done it. Okay. That flyer really did the trick. I've just had a whole group of adventurous folks looking to take flight. Say, you really saved my invention. How'd you like to take a ride up to the mountaintop? Gerade geht es nicht. Das mache ich lieber, wenn der Tag noch
gerade angebrochen ist. Come on back when you're all shipshape and ready to go. Okay. Machen wir aber ein andermal. Wo finde ich denn eine Mühle? Bin ich mal an einer vorbeigelaufen? Vielleicht. Okay, mal, ob ich noch mehr Wurzeln bekomme. Weil die kann ich immer gut gebrauchen. Also hier ist ein Häuschen. Steht hier eigentlich Navalundo, okay. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Na gut, hier bin ich dann auf der anderen Seite vom großen Baum. Große Schattenspender. Na gut, aber ich gehe jetzt noch nicht da in ein neues Gebiet. Noch nicht. Ich muss erst noch so ein paar Sachen erledigen. Da hinten ist ja dieses Gasthaus. So, jetzt habe ich wieder ein paar Wurzeln. Aber war hier auch eine Mühle? Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, da ist ein Wasserfuchs. Ist das der aus der Höhle? Aber ich dachte, die sind scheu und so. Lesen ein bisschen und Alter. Ich mich ein bisschen dazusetzen. Ich bleibe jetzt hier, ich spiele nicht mehr weiter. Aber dann erfriere ich irgendwann, wenn die Sonne untergeht. Das ist das Problem. Und da ist der Turm, aber Mühle finde ich irgendwie immer noch nicht. Am Strand wird ja auch keine sein. Naja, muss ich dann irgendwie anderweitig rausfinden. So, das ist die Hütte von dem Park Ranger. Boah, ich komme immer noch nicht weg aus Nava. Ich möchte jetzt nochmal wissen, ob wir nochmal eine Geschichte zumindest hören. Aber irgendwas hat da nicht geklappt. Also da ist der Bade, der ist nicht reingespawnt. Das ist schade. Gut, ich habe noch 2 Stunden. Nee, 1,5, aber trotzdem. Noch was machen. Den Architekten müssen wir noch machen. Oh, wir müssen noch so viel machen. Kennwort zu den Wurzeln. Aber da bin ich ja überhaupt nicht vorangekommen. Da bin ich überhaupt nicht vorangekommen. Ist doch nicht, mit wem ich drüber reden könnte. Das kann dann halt noch länger dauern.
alle fleißig hier am Quatschen. Okay, aber ich könnte es jetzt auch wieder runternehmen hier. Naja, ich lasse es aber mal da. Och, noch eine Stunde. Das da oben habe ich auch nicht kapiert, was das hier soll. Ist das wirklich nur ein Deko-Gag? Ich weiß es nicht. Was ist denn, wenn ich hier oben warte? Ich warte mal hier oben. Aber ist eigentlich egal. Irgendwann spawnt hier halt was rein, aber... Gut, aber wenn das wieder so lange dauert wie die andere Geschichte, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich dauert die auch so 5 Minuten. Teamsbefehl. Informationen über die eine andere Gruppe. Ich werde erst Informationen haben, wenn ich bei denen reingekommen bin. Ich sollte nachsehen, ob die Pilotin Kundschaft... Okay, aber das habe ich jetzt schon gemacht. Vielleicht wird die Quest dann erst abgeschlossen, wenn ich mit ihr rumgeflogen bin. Den Vogel habe ich auch noch nicht gefunden. Vielleicht ist der dann irgendwo anders auf der Insel. So. Was denn bald? Achso, das sind die Quests. Das ist die Karte. Westliche Wälder. Gespannt, was jetzt passiert. Und sie erzählt wieder nichts. Ich krieg zwar Inspiration, aber sie erzählt nichts. Das ist ja doof. Auto save. Doof. Vielleicht müsste ich das Spiel auch wieder neu starten und dann geht's erst. Keine Ahnung. Also macht das keinen Spaß. Na komm, ich leg mich mal flach. So. Hat sich die ganze Warterei nicht gelohnt? Okay, jetzt dachte ich schon fast, das Spiel stürzt mir ab. Aber es funktioniert auch, Gott sei Dank. Na super. Da muss ich mir noch mehr Leinwände kaufen. Das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Komm. Kaufen wir nochmal 2 Leinwände. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. So, kaufen, kaufen. Ich möchte bei dem Baum, den soll ich auch noch malen. Oder möchte ich malen. Aber ich gehe jetzt erstmal
gehe jetzt erstmal per Schnellreise nach Lundo, damit wir das ein bisschen schneller jetzt hinbekommen. Und dann sind wir vielleicht endlich mal den Architekten los. Oder was heißt los, aber ich meine die Quest. Ich will den Architekten ja nicht loswerden, aber er hat ja gesagt, er möchte gehen. Und ich möchte einfach jetzt endlich die Quest abschließen. Need a lift? Ja. All right then. Das sie. Ich frage mich, ob die sich freuen würde, wenn ich ihren Ochsen male. Und die immer sagt, oh, der ist so stark. Ist er eigentlich noch da? Ja, ist noch da, okay. Ich hatte ja schon eine gute Perspektive. Und jetzt sind auch keine Leute da, das ist eigentlich ganz cool. Also im Morgenlicht. So wäre das doch eigentlich ganz gut. Irgendwie geht das immer nicht mit dem Draufklicken beim ersten Mal jetzt. Ja, ist das okay so? Dann wäre nämlich Pavillon, Gemeindeturm und das Gasthaus. So. Aber wo geht der hin, der Architekt? Also bleibt er auf der Insel oder will der ganz weg? The painting of my city. It's splendid, truly. Thank you. Okay, so ganz freundlich. Es ist auch echt schön designt. Diesen Rundteilen hier. And I should also thank you for before. I'm glad you visited me in my town. I'd like some time to myself. This is indeed a special place, and I'd like to enjoy it as much as possible before I go. 40 Schimmersteine hat er uns gegeben. Wo auch immer er hingeht, er braucht da wahrscheinlich nicht mehr so viel Kohle. Thanks for everything. I need some time to myself. This is indeed a special place. Okay. And I'd like to soak it in as much as possible before I leave. Dann mach's gut. Alter Mann. So, was mache ich denn dann? Oh. Die Federn, die spawnen anscheinend auch nach. Naja, klar, die Hühnchen rennen hier dauernd rum, dann verlieren die immer mal wieder Federn. Und Wurzeln wachsen auch nach. Aber Bretter halt nicht. Und Stoff wächst auch nicht so ohne weiteres nach. Ah, ein Stock. Stock ist auch gut. Kann ich gebrauchen für Lagerfeuer und sowas. Okay. Ich male jetzt den Baum. Ich weiß nicht, ob ich dann
weiß ja nicht, was dann passiert, wenn man Mutters letzte Wünsche erfüllt hat. Ob dann das Spiel vorbei ist. Vielleicht ist es ja so. Ach ja, eine kleine Brücke sollte ich doch auch malen. Hier, eine kleine Steinbrücke. Die haben wir hier ja auch. Das erste Mal male ich den Baum, dem ich mich hier draufstelle. Und dieses Riesenteil hoffentlich komplett aufs Bild bekomme. Boah, sieht echt beeindruckend aus. Es ist echt super designt, das Teil. Okay, und dann habe ich keine Leinwand mehr, verdammt. Gefällt mir aber noch nicht. Bisschen mehr so vielleicht. Das geht hier nicht höher. Beziehungsweise nicht niedriger. Das ist ja doof. So, das soll wirklich schön sein, weil das will ich ja behalten. Bilder zum Andenken an Mutter. Du hast einen von Mutters Lieblingsorten gemalt. Um es sicher zu halten, bewahre ihr Andenken im Gemäldemenü. Das werde ich nicht verkaufen. Kann man sich auch echt nicht satt sehen dran an diesem Baum. Dich. So, da könnte ich mir noch eine Leinwand bauen, aber dann habe ich halt wieder keinen Stoff. Das wäre doof. Können wir mit dem nochmal quatschen? Hm? Nee. Ich möchte jetzt mal da an diese Küste, an die Steinquellküste, mich da ein bisschen umsehen. Weiß nicht, ob wir hier noch was theoretisch haben. Hier sind so ein kleines Feld. Oh, Bretter. Hat sich doch schon gelohnt, hier mal ums Eck zu gucken. Okay, so ein paar Bäume sind gefällt. Aber das ist ja auch. Das ist halt auch so, dass man nicht sagt, hier sind halt einfach Bäume und irgendwo gibt's Holz. Sondern klar, müssen dann halt auch Bäume mal gefällt werden, wenn man Holz haben will. Das ist einfach cleveres Level-Design. So, die sitzen da den ganzen Tag. Und da könnte ich dann rüberrutschen. Wahrscheinlich gibt es dann auch Inspiration, oder? Wenn ich da rüberrutschen würde. Kann ich aber nicht beim Rutschen noch malen. Östlicher Turm. Hier dann darüber rutschen, na, das wäre schon cool. Da ist eine Mühle. Tatsächlich, ganz da unten ist eine Mühle. Wo male ich die am besten? So, aber ansonsten. Wo
sieht man denn dann den nächsten Turm, wenn das zur Kommunikation gedacht war? Na, vielleicht waren da die Bäume alle noch niedriger. Und man tags nutzt einem das ja auch nichts mit der Kommunikation. Kann man dann nur in der Nacht machen. Mit der Lichtkommunikation.